Das ist das Lightwheel 301 MK15 Enduro. Ich finde das Bike sehr schlicht und trotzdem ist es ein richtiger Hingucker. Mein erster Eindruck war einfach, dass ich gedacht habe, wow, es ist ein so leichtes Bike, das wird richtig Spaß machen. Ich war sehr gespannt, wie sich das wirklich auf den Trails anfühlt. Ich bin 1,76 und bin Rahmengröße M gefahren. Ich finde es bemerkenswert, da Carbonrahmen ja normalerweise leichter sind und der Alurahmen von Lightwheel hat mich absolut überzeugt in der Leichtigkeit. Bei den Rahmengrößen M bis XL kann man 27,5 und 29 Zoll fahren. Lightwheel ist fürs Gay-Sizing bekannt, das heißt, man kann vorne 29 Zoll und hinten 27,5 Zoll fahren. Ich bin die Laufradgröße 27,5 gefahren und der Federweg war hinten und vorne 160. Der Rahmen hat sich im Vergleich zum Vorgänger von 66 Grad auf 64,3 Grad abgeflacht. Der Reach ist 443 mm und ist damit 1 cm länger als der Vorgänger. Durch die Geometrieveränderung richtet sich das Bike Richtung Laufruhe aus. Ich habe ja schon erwähnt, dass man unterschiedliche Laufradgrößen fahren kann. Lightwheel hat dafür die beiden Techniken Duolink und Level Tune entwickelt. Mit dem Duolink passt man die Kettenstrebenlänge an, ohne die Tretlagerhöhe zu verändern. Level Tune ist eine Art Spacer, mit der man die Gabel-Einbaulänge anpassen kann, wenn man vorne 27,5 Zoll fährt. Das 301 hat eine 8-Pin-Sattelstütze, die ist direkt mit integriert im Rahmen. Die ist wirklich super einfach von der Bedienung und auch super schön. Lightwheel hat bei dem MK15 innenverlegte Züge, was optisch natürlich Bombe aussieht. Bergauf hat mir das Bike richtig gut gefallen, einfach diese Leichtigkeit. Es ist super einfach, den Berg hoch zu fahren und man muss sich nicht richtig hochschleppen und ist dann völlig außer Atem. Durch die 160 mm im Hinterbau finde ich das Bike schon sehr komfortabel. Das Bike ist gerade dafür gemacht, harte Trails richtig entspannt runterzukommen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Den Link zum 301 findet ihr in der Beschreibung. Ciao!